Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video etwas über Funktionen in der Programmiersprache Python erzählen. Und bei Funktionen muss man wissen, dass man zunächst einmal eine Funktion definieren muss. Und anschließend kann man später im Programmcode die Funktion verwenden. Was ist jetzt eine Funktion? Wie kann man die definieren? Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich vorstellen, man hat vielleicht sehr komplexen Programmcode, man hat vielleicht einen Ablauf, der sehr viele Anweisungen beinhaltet und vielleicht hat man auch Anweisungen, die sich immer wiederholen. Man möchte wiederholt irgendwelche Anweisungen ausführen, vielleicht auch parametriert mit unterschiedlichen Variablen. Und wenn man solche Wiederholungen im Programmcode findet, dann kann man die gegebenenfalls auslagern in einer Funktion, die dann diese Wiederholung vermeidet und dann wird dieser Programmcode, der mehrfach ausgeführt werden soll, dann in dieser Funktion ausgelagert. Und das machen wir mal für ein einfaches Beispiel. Wir stellen uns vor, dass wir einen Programmcode haben, bei dem wir eine Liste mehrfach ausgeben möchten. Und dieses mehrfache Ausgeben von einer oder auch von mehreren Listen, das lagern wir jetzt aus in eine Funktion. Und dafür definieren wir eine Funktion. Die Funktion nennen wir Liste ausgeben und wir übergeben dieser Liste gleich noch eine Variable mit, nämlich die Variable Liste. Das schließen wir durch den Doppelpunkt ab und dann müssen wir eine Einrückung vornehmen und alles, was eingerückt, als die folgenden Anweisungen noch kommt, das wird dann innerhalb der Funktion ausgeführt. Und jetzt sei es so, dass wir über diese Liste, über alle Elemente dieser Liste gehen möchten und alle Elemente dieser Liste ausgeben möchten. Das machen wir mit einer Vorschleife und wir müssen wieder eine Range definieren mit dem Startwert bei 0, weil unser erstes Element, Listenelement mit dem Index 0 erreicht werden kann und wir gehen bis zur Länge der Liste. Und dann lassen wir jedes einzelne Element ausgeben, dadurch, dass wir das Listenelement referenzieren durch den Index i, den wir zuvor in der Range durchlaufen. Und abschließend lassen wir uns noch eine Information ausgeben, wie viele Elemente diese Liste enthält. Das können wir dadurch machen, dass wir die Funktion len nutzen, die Länge der Liste ermitteln. Und wir müssen aber in eine Zeichenkette umwandeln. Das machen wir mit der Funktion str, um das hier einbinden zu können in diesen Ausgabestring. Und dann haben wir diese Ausgabe erzeugt, die uns darüber informiert, wie viele Elemente diese Liste enthält. Und damit haben wir zunächst mal die Funktion definiert und wir nehmen an, das seien jetzt alle Funktionen, die wir in unserem Programm brauchen und dann können wir an dieser Stelle nach der Funktionsdefinition das Hauptprogramm beginnen und in diesem Hauptprogramm verwenden wir dann auch die Funktion. Und in dem Hauptprogramm möchten wir jetzt vielleicht eine Liste erzeugen und der Liste möchten wir gleich mal numerische Werte mitgeben. Und dann haben wir eine Liste definiert. Und jetzt verwenden wir unsere Funktion, indem wir jetzt diesen Funktionsnamen aufschreiben, Liste ausgeben, genauso wie wir das vorher definiert hatten. Liste ausgeben steht hier und Liste ausgeben steht auch hier. Und dann wissen wir, dass wir für Liste ausgeben einen Parameter mit übergeben müssen, nämlich eine Liste. Und wir haben hier diese Variable eine Liste erzeugt und die möchten wir jetzt ausgeben lassen in unserer Funktion. Und deswegen schreiben wir auf eine Liste. Das ist die Liste, die wir ausgeben wollen. Jetzt können wir das Programm ausführen und wir überlegen uns kurz, was im Einzelnen passiert, wenn wir das jetzt ausführen. Zunächst mal wird bei der Definition der Funktion nichts passieren. Der Python-Interpreter nimmt erstmal diese
Definition auf und merkt sich, dass es eine Funktion gibt, die dann später auch aufgerufen werden kann. Dann kommt es zum eigentlichen Hauptprogramm und hier geht es dann wirklich los mit der Definition einer Variable. Also eine Liste wird angelegt und diese Werte werden in diese Variable hineingeschrieben. Und anschließend verwenden wir die Funktion, die wir vorher definiert haben, Liste ausgeben und wir übergeben die Variable eine Liste, die wir gerade zuvor neu angelegt haben. Und das führen wir jetzt mal aus, um zu sehen, was im Einzelnen passiert. Unser Programm wird die Liste ausgeben und anschließend wird die Information ausgegeben, wie viele Elemente diese Liste enthält. Wir können uns das jetzt auch nochmal einzeln im Debugger anschauen, welche Schritte hier durchlaufen werden. Dafür drücken wir auf diesen Knopf für den Debugger. Und wir sehen, dass zunächst einmal diese Funktion definiert wird, aber wie Sie in der Kommandozeile sehen, es passiert noch nichts. Dann kommen wir zu der Ausführung und wir legen in dieser Zeile eine neue Variable an, eine Liste. Und Sie sehen dann im rechten Bereich, dass die neue Variable eine Liste angelegt wurde. 1, 4, 45 und 23, das sind die Werte, die in der Variable enthalten sind. Und dann kommt es zu der Zeile 13, wo wir dann die Liste ausgeben wollen. Und um jetzt in die Funktion hineinzugehen, müssen wir auf Eintreten klicken, um dann auch in die Funktion bei der Ausführung mit einzutreten. Das machen wir mal und schauen uns an, wie die im Einzelnen ausgeführt wird. Wir treten also ein und dann kommen wir zu der Funktion und sehen, dass wir zunächst mal uns hier die Schleife, die Vorschleife vorgenommen haben für die Ausgabe. Und da können wir jetzt auch wieder eintreten und die einzelnen Schleifendurchläufe hier nachvollziehen. Wir haben jetzt die Range, den Bereich erzeugt von 0 bis 4, das ist die Anzahl der Elemente. Und das heißt, dass wir die Elemente 0, 1, 2 und 3 hier nutzen, um in der Liste unsere einzelnen Elemente zu erreichen. Und dann machen wir die Ausgabe von dem Listenelement i. Welchen Wert trägt i jetzt aktuell? I trägt den Wert 0. Das heißt, wir werden zum 0. Listenelement und das ist bei uns diese 1 kommen und dieses 0. Listenelement werden wir dann ausgeben. Sie sehen, die 1 wird ausgegeben. Anschließend gehen wir zum nächsten Schleifendurchlauf. Das i hat jetzt den Wert 1 und damit referenzieren wir das Element mit dem Index 1, das ist die 4, also würde gleich die 4 ausgegeben werden. Man sieht, hier wird die 4 ausgegeben. Nächstes Element beim Index i gleich 2. I gleich 2 befindet sich hier, also der Index 2 zeigt auf dieses Element. Und dementsprechend geben wir die 45 aus. Abschließend noch die letzte Zahl, 23. Und dann ist die Schleife beendet und wir treten aus dieser Vorschleife. Wir machen nur noch die abschließende Ausgabe. Sie sehen, hier wird die Länge der Liste genutzt, um das in diese Zeichenkette einzufügen. Und das führt zu dieser letzten Ausgabe. Und damit ist das Programm beendet. Die Ausgaben wurden entsprechend erzeugt. Und vorhin hatte ich von Wiederverwendung gesprochen. Jetzt haben wir die Funktion natürlich nur einmal verwendet. Das ist noch keine Wiederverwendung. Und um die Wiederverwendung zu machen, fügen wir einfach mal eine zweite Liste hier noch ein, die wir auch ausgeben lassen wollen. Das ist eine Liste, die sieht etwas anders aus. Die enthält jetzt Zeichenketten. Also beispielsweise Liste Früchte. Unterschiedliche Zeichenketten sind enthalten. Und dann machen wir auch wieder ganz ähnlich den Aufruf für die Ausgabe. Liste ausgeben und dann übergeben wir die Liste mit den Früchten. Was erwarten wir jetzt für die Ausgabe? Ja, wir erwarten, dass hier
erstmal die erste Liste ausgegeben wird und dann die zweite. Das heißt also, die Ausgabe wie bisher wird erwartet und dann erwarten wir noch eine Ausgabe, bei der Apfel, Birne und Pflaume aufgeführt wird und auch wieder die Länge der Liste angegeben wird. Das wäre dann die 3, weil hier drei Elemente enthalten sind. Wir probieren das aus. Und wir sehen, dass zunächst mal diese erste Liste ausgegeben wird, 1, 4, 45, 23. Dann wird die Information über die Länge der ersten Liste ausgegeben. Die enthält vier Elemente. Und dann kommen wir zu dem Programmteil, wo die zweite Liste ausgegeben wird. Also in Zeile 17 rufen wir noch einmal die Funktion Liste ausgeben auf und treten dann dort in diese Funktion ein. Und dort machen wir dann wieder die einzelnen Ausgaben, alle einzelnen Elemente, also Apfel, Birne und Pflaume, und geben hier die Informationen über die Listenlänge aus. Die zweite Liste enthält jetzt drei Elemente. Und damit sehen wir, konnten wir den Programmcode wiederverwenden. Wir haben also den Programmcode für die Ausgabe, das, was wir in der Funktion definiert haben, zweimal verwendet, ohne ihn zweimal aufzuschreiben. Wir haben dann nämlich beim zweiten Mal wieder auf diese Funktion verwiesen und einfach nur die Liste hinein übergeben, ohne dass wir ein zweites Mal diese Schleife hätten aufschreiben müssen. Wir haben also in diesem Video gesehen, dass man Funktionen definieren kann. Man muss zunächst Funktionen definieren, die man später verwenden möchte. Und dann kann man im Hauptprogramm diese Funktionen auch verwenden. Man kann Parameter übergeben, die dann in der Funktion sich auswirken, indem dann beispielsweise hier die Liste den Parameter darstellt und die Liste dann ausgegeben wird. Das vereinfacht unsere Arbeit mit Programmcode, weil wir Programmcode nicht mehrfach aufschreiben müssen, sondern weil wir Programmcode auf sehr einfache Weise wiederverwenden können.